So, da wieder. Also, in der Zwischenzeit wollte ich eigentlich Satyr in der Reihen farmen. Die Dinger da. Aber das hat absolut nicht funktioniert. Also, ich bin eine halbe Stunde rumgelaufen und habe immer wieder Satyre gekillt, aber nur ganz viele Augen gefunden. Es ist darauf hinausgelaufen, dass ich mehr Fledermäuse getötet habe als Satyre. Und dementsprechend habe ich jetzt 9 Heiltränke. Was auch nicht unbedingt die Welt ist, aber gucken wir mal. Vor allem gucken wir mal, ob ich mich daran erinnern kann, wie wir am schnellsten zu dem großen Gehirn zurückkommen. Ich glaube, hier oben. Ja, die Orks kenne ich doch noch. Aber da müssen wir gar nicht lang, oder? Nee, wir müssen hier hoch. Hoch, hoch, hoch. Genau, die doofen Rüstungen. Alle hopp. Genau, Topfpflanze darf diesmal nicht sterben, die ist wichtig. So. Kannst nicht hochspringen, oder? Wow. Du bist eine schwere Plattenrüstung. Warum kannst du so hoch springen? So. Und da oben hinter der Tür war der Boss. Wir könnten einfach dann vorbeilaufen. Aber dann stirbt bestimmt wieder die Topfpflanze, das will ich nicht. Nö, wir warten einfach, bis der zweite Ritter an uns vorbeigeht. Und dann huschen wir dran vorbei. So. Na, na, na. Weg. Die da unten haben wir noch nicht umgebracht. Okay. Beziehungsweise wir haben sie schon mal umgebracht, aber es wurde danach nicht gespeichert. Zaubersprüche. Schlaf. Ah, ja. Ah, ja. Stopp, stopp, stopp. F1. 7. 7 wieder weg. Ziel an, visieren und Eisbolzen. Ha. Eisbolzen. Neues Ziel anvisieren. Eis. Eis. Ah, das ist besser als ich dachte. Oh. Stirb. Mit dem letzten Schuss natürlich noch. Gut, 5 Heilung. So, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Goldene magische Essenz mal 30. Und Topfpflanze. Rausholen. Einmal zurück teleportieren. Damit wir jetzt diese 3 Helmchen umgebracht haben, die Essenzen eingesackt und so weiter und so weiter. Außerdem haben wir jetzt auch noch Zeit, dass Topfpflanze sich wieder aufladen kann. Auch wenn ich den bösen Verdacht habe, dass er einfach ganz schnell sterben wird, sobald das Gehirn gespawnt ist, aber hey, Versuch ist es wert. Das wäre echt irre praktisch, wenn er durchgehend überleben würde und uns immer wieder heilt. Weil so viel Schaden macht dieser komische Strahl eigentlich gar nicht. Einziger Haken ist halt nur, dass er sehr lange den Schaden macht. So, komm, vorbei, vorbei, vorbei. Ah, jo. So. Was war jetzt in dem Kampf wichtig? Das Schwert war wichtig. Da war schon wieder das Auge im Hintergrund. Also beim Wechseln von Raum zu Raum. Hotkeys sollten wir mal überlegen. Was ich vor dem Speichern hätte machen sollen. Gigantenstärke. Du bist mal unser neues 4. Also, Schwert 1, Gigantenstärke 4, Heiltrank 0. Phasentür, Bogenschaft, Nahkampfschutz, Nahkampfmeisterschaft. Haben wir auch eine Menge von. Du bist mal kurzfristig unsere 5. So. Also, Reihenfolge des Plans. Wir drücken ganz viel Text weg. Wir drücken 5 für die Spruchrolle. Aktivieren den Kristall. Drücken 4 für den Stärketrank. Anders. Wir drücken erst den Kristall, weil das dauert eine ganze Weile, bis das spawnt. Und dann drücken wir 4 und 5.
und gucken, wo er hin paddelt. Und dann laufen wir halt in die entsprechende Richtung auf das Seil hoch, rutschen runter und machen das ganze Spiel. Okay, go, go, go. So. Und flupp. Und. So, gib mir ein Ziel. Du gehst nach links. Oh, der Kleine kriegt Schaden. Und pew, 700. Sehr gut. Und der Kleine funktioniert gar nicht. Oh, ist falsche Seite. 8. 8. 8 war doof. Die bringen alle nichts. Und. Jo, sauber. Waffenmeisterschaft ist gleich weg. Riesenstärke kann wieder getrunken werden. So. Hey, das geht echt gut. Jetzt müssen wir vielleicht nur noch ein, zwei Heiltränke trinken. Und dann wiederholen wir das einfach ad infinitum. Das hat so lange, bis der uns übernimmt und wir gar nichts mehr machen können. Aber, nee. Oh, wo bleibst du stehen? Zu weit rechts. Du bist ein doofes Auge. Genau. Ja. Und X. Und zack. Halt dran. Das geht richtig gut. So, du willst nach rechts? Gehe ich auch nach rechts. Mentales Wrack und Suizidversuche. Also während wir jetzt laufen, schneiden wir uns gerade die Pulsadern auf, oder wie? Das ist kein sehr schönes Bild. Vor allem bluten wir die ganze Bücherei voll. So. Und hopp. Nein. Okay, das war mein erster Fehlsprung. Das war das letzte Mal wesentlich übler. Und hopp. Jo. Heiltrank. Heiltrank. Ah, das war vielleicht Overkill. Aber gut. 5. Wir wurden zum Schweigen gebracht. Okay, Schriftrollen geht anscheinend trotzdem noch. Und das war ein guter. Hey, er ist schon auf fast ein Drittel rund. Falsche Richtung. Lass. Na, kippt nach und nach meine Flaschen aus. Saftzack. Was mache ich da jetzt gegen? Ich kann immer ein paar Schritte gehen, das ist nicht so wirklich viel. Komm. So, ich drücke einfach zwischendurch selber 0. So. So. Menno. Kommt schon wieder? Ja. Vielleicht sollte ich einfach alle Flaschen vorher wegschmeißen. Das könnte echt der Knackpunkt sein. Aber jetzt geht's wieder. Oh, das wird knapp. Jo. Könnte gut sein, dass es jetzt nicht klappt. Genau deswegen, weil er zu nah oben dran ist. Und ich nicht schnell genug unten und Leertaste drücken kann. Genau. Komm schon. Oh, weg ist er. Ah, mentaler Einfluss, mentales Wrack, Schweigen. Wir haben gleich keine Lebenspunkte mehr. Und ich muss ihn noch 3-4 Mal treffen, mindestens. Und das ist noch höher als eben. Da kann ich ihn nicht treffen. Das ist eine Scheiß-Kombo. Aber gut, wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Oh, sterben wir halt, ne? Kann ich mit leben. Ah, okay. Man kann ja noch hauen, während er rumrutscht. Und Geronimo. Zack, tot. Okay, an sich ist an der Taktik nichts auszusetzen. Wir müssen nur eine Sache vormachen. Tränke wegschmeißen. Also nicht wegschmeißen, einfach nur aussortieren. Und vor wir die Ritter töten, oder? Sind doch bestimmt gespawnt. Jo, ich probiere es aber auf die schnelle Tour. Auch wenn die schnelle Tour meistens doof ist. Aber selbst wenn die Topfpflanze jetzt stirbt, stirbt sie halt. Wir brauchen sie nicht. So, Helmchen sind wieder da. Sind aber Wayne. So. Also. Ich würde gerne dich ablegen. Dich ablegen.
Du bist eh leer. Dich ablegen. Dich. Warte mal, dich nicht. Dich ablegen. Ogerstärke. Nö. Das heißt, wir spammen jetzt die hier. Schnelltaste 4. Schnelltaste 5. Sonst noch was? Ausleuchtung, Hitzeaura, Phasentür. Wir können die Hitzeaura noch dazu nehmen. Hatte halt Vor- und Nachteile, wie ich letztes Mal schon gesagt hatte. Wenn wir nah rankommen, machen wir halt Schaden, das ist gut. Aber wenn wir nicht nah genug rankommen, dann machen wir zwar Schaden, aber nur einmal mit der Hitzeaura. Und wir treffen mit dem Schwert nicht. Aber ja, gucken wir mal. Top-Pflanzi, du kannst einfach weg. Okay, Schwert raus und ok, ok, ok. Und hopp. Und so, such eine Seite aus, links. Ah, guter Anfang, schön weit unten. Und sehr schön. War knapp, aber sehr schön. Hitzeaura. Oh, falsche Seite. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Oh, Stärketrank läuft gleich aus. Komm. Und. Jo, gerade noch. Stärketrank. Den kann ich nicht treffen da oben. Aber er hat wenigstens ein bisschen Schaden bekommen. Und deswegen früher aufgehört. Also ja, doch, ist praktisch. Und zack. Heilung. Heilung. Hopp, hopp. Ogerstärke. Ich glaube, da treffe ich nicht. Ah, hätte ich vorher Hitzeaura machen sollen. Oh, Mist. Hopp, hopp. So, und einfach hinrutschen. So, 10 Schadenspunkte. Wow. Das ist ein Ticken besser. War aber nicht so die Welt. Go, go. Schlag. Ah, daneben. Komm schon, sei fair. Geh runter. ...260 nur. Okay, Ogertrank. Bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Yeah. Oder, okay, ist okay, ist okay. Kann ich mitarbeiten, kann ich mitarbeiten. Und zack. Heiltrank. Letztes Mal ging das wesentlich schneller. Wahrscheinlich wegen der Nahkampfmeisterschaft, die ich auch noch anhatte. Sollte ich gleich mal wieder anmachen. Genau die. Wo willst du hin? Ja, da ist okay. Haha, ein ungeplanter Schlag. Da kann ich doch einfach so rüberspringen, oder? Ne. So, Halbzeit. Kommst du rüber? Jo. Oh, nein. Komm schon, spring ran da. Aha. So, Einheit rein. Mentaler Einfluss. Jetzt werden die ganzen weggekippt. Ja, okay, einen trinke ich noch. Genau. Tu mich auch, doofer Typ. Was war das für ein Trank? Ich hab noch Tränke? Hatte Tränke, okay. Hoch. Gleich wieder runter. Nein! Kann schon, ich habe keine Heiltränke mehr. Jetzt kommt's auf jeden. Oh, warte mal. Mhm. Ich schätze mal 3, 4 Treffer noch. Das war knapp. So,
Heilen kann ich mich nicht. Warum kann ich mich heilen? Jetzt gehe ich auch noch verkehrt rum. Aber wenn ich links drücke, gehe ich nach rechts. Das hilft ungemein. Und da komme ich nicht an. Oh, komme ich doch. Wow. Ah. Du bist doof. So. Und gleich tot. Okay. Okay. Ah. So. Und nichts mehr zum Heilen und kaputt. Ja. So, 1, 2, 3 grüne Essenzen wären auch ganz schick. Also gehen wir kurz mal hier hin. Kaufen Essenzen. Grün und Pleite. Verkaufen. Die da. Und die da. Und die da. Welche Augen haben wir über? Genau, Satyr-Augen haben wir über. So, jetzt hätte ich gerne neue grüne Essenzen. So, viele grüne Essenzen. Neu abspeichern. Stopp. Wo wir gerade mal hier sind. Gigantenstärke. Schnelltaste 4. Nahkampfmeisterschaft. Schnelltaste 5. Und dich ablegen. Dich ablegen. Dich ablegen. Und wir hatten noch immer hier 2 komische Lila-Tränke. Dich ablegen. Dich ablegen. Genau, Infravision ablegen. Ich sagte ablegen. Was zur Hölle? Achso, hier ist kein Platz mehr. So. Ablegen. Also haben wir nur noch die leeren Tränke. Die 4 Gigantentränke und die Heiltränke. So, jetzt speichern wir nochmal ab. Und wenn das jetzt nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Also bis gleich.